begleitet uns heute ins Freizeitland Geiselwind. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog aus einem neuen Freizeitpark, den ich bisher noch nicht besucht habe, das Freizeitland Geiselwind. An der Stelle vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute auch nicht allein unterwegs. Ich habe meine Freunde dabei, Maria und Sebastian, mit ihren zwei Kiddies 2 und 5. Das erste Mal, dass ich einen Freizeitpark mit so kleinen Kindern besuche. Das wird auch sehr spannend werden. Wir haben jetzt schon mal eingecheckt im Seaside Resort. Das ist hier das Hotel direkt neben dem Park. Da wird es auch ein separates Video zu geben. Wir sind 2 Tage hier und ich nehme euch heute mit am ersten Tag. Und heute ist auch Sommernachtsparty. Heute Abend gibt es Feuershow, Feuerwerk, Cocktails und DJs. Und das zeige ich euch natürlich auch. Wir waren jetzt noch kurz hier bei der Verwaltung und ich habe mir meine Drehgenehmigung abgeholt. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Wir haben auch noch Parkpläne geholt. Und jetzt werden wir mal die ein oder andere Attraktion testen. Maria ist mit dem Großen schon auf der Rutschenbahn. Da werde ich jetzt auch mal hochlaufen. 1, 2, 3. Erster! Wie ihr seht, haben wir heute schönes Wetter und hier gibt es auch eine Wildwasserbahn und die werden wir jetzt direkt mal testen. Jetzt musst du mal gucken, wenn die jetzt runterkommen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen nass geworden, ne? Boah, jetzt geht es ganz schnell runter. Nein, ich bin nicht da hoch. Danke, jetzt sind wir nochmal, oder? Ja, glaube ich auch. Halt dich gut fest. Gut fest. Yeah. Und, bist du nass? Ich will nochmal. Willst du nochmal? Ja, mit Mama. Es gibt auch Attraktionen für die Kleinsten. Einmal Jacks Ballonfahrt und Jacks Fluggerät. Die wechseln sich ab im 30-Minuten-Betrieb. Und die Kleinen werden jetzt mal Jacks Fluggerät testen. Und jetzt hier. Jawohl. Hier gibt es auch einige Tiere. Wir schauen uns das auch mal an. Hier gibt es ein Horrorlazarett. Dr. Lehmann Horrorlazarett. Keine Ahnung, was es ist. Wir schauen uns das mal an. Wir laufen jetzt zur Hundeshow. Die ist jetzt um 14 Uhr. Das ist, glaube ich, heute nur ein Special für diese Sommernachtstage. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben schon einiges geschafft. Es ist nicht ganz so voll. Viele Attraktionen ähneln natürlich auch den Kirmesattraktionen. Also wer gerne Kirmes mag, ist auf jeden Fall hier richtig gut aufgehoben. Das sind jetzt die beiden Shows, die jetzt um 14 Uhr laufen. Bubble Trouble, das ist die Seifenblasenshow. Und Crazy Dogs, die verrückte Hundeshow, immer vor Bubble Trouble. Ihr seht hier Summer Nights. Heute erwarten uns hier Hausmusik und Lasershow ab 20 Uhr. Da bin ich sehr gespannt. Da werden wir auf jeden Fall noch zurückkommen. Zwischendurch werden wir aber auch noch Abendessen gehen im Seaside Resort. Und hier seht ihr noch die anderen Shows, die heute laufen. 15 Uhr Around the World, das Laserspektakel. 16 Uhr Magic Journey, magische Showpass. Und ja, das sind die zwei Theater hier. Das Timeway Stadion. Und bei dem weiß ich jetzt gerade nicht mehr den Namen, aber die sind genau nebeneinander in der Nähe vom Haupteingang. Musik.
müssen jetzt raus aus dem Zirkuszelt und was man sagen muss, ist leider, das ist sehr, sehr warm da drin. Ist heute sehr schwül. Zum Glück hatte ich meinen Ventilator und sowas dabei, aber extrem heiß da drin. Ansonsten ganz nett gemacht. Wir sind jetzt bei Jacks Wurstbraterei und holen uns hier was zu essen. Hier gibt es Döner, hier gibt es Bratwurst, Currywurst, Feuerwurst, Portion Pommes. Zeige ich euch gleich auch noch die Preise. Hier seht ihr schon mal die Getränke. Hier seht ihr jetzt mal die Preise für Bratwurst, Currywurst, Feuerwurst, mit Pommes, ohne Pommes. Und Piratentasche ist der Döner hier. So, und das ist jetzt unser Essen, also das ist mein Essen, die Currywurst. Ja, sieht ein bisschen lieblos aus, auseinandergebrochen. Currywurst stelle ich mir ein bisschen anders vor. Die Pommes und ein Wasser. Und wir sitzen jetzt hier auf einer Bank, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu zeigen. Und die Mitarbeiter, ja, die waren ein bisschen gestresst, würde ich mal sagen. Es ist schon cool, das kann ich sagen. Es gab jetzt einen kleinen Regensturmschauer, aber der ist jetzt vorbei und wir fahren jetzt eine Runde Karussell. Wir testen jetzt Kraken, der Fluch des Kraken, eine Achterbahn und ja, mit Looping, ich bin gespannt. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Es war eine stürmische Nacht und ich saß in der Kolumne. Ohne Witze, ja. Regnet's? Oh nein! Kannst du gehen jetzt wieder rückwärts? Nee, nicht, dann könnt ihr das nicht. Ja, es fängt wieder an, ein bisschen zu nieseln. Das war das erste Mal, dass ich in Looping rückwärts gefahren bin. Man weiß auch nicht, wann der kommt. Rückwärts hat es ein bisschen geschlagen, aber auf jeden Fall auszuhalten und hat Spaß gemacht. Ich fahre jetzt hier den Kinderwagen. Auch was Neues. Aber ich muss keinen Rucksack tragen, ist voll praktisch. Als nächstes geht's auf Piratenspinner. Schauen wir uns das Ganze mal an. Beluga! Oh,
Quad Rope 4D gibt es hier. Das ist irgendwie eine Attraktion und es gibt verschiedene Vorstellungen. Von 11 bis 12 haben wir Dino Safari, von 13 bis 15 Uhr Happy Family und von 15 bis Parkschuss nochmal Dino Safari. Und ja, das machen wir morgen. Das schaffen wir heute leider nicht mehr. Dino Safari ist wohl ab 12 Jahren und Happy Family ist für die ganze Familie. Und so sehen wohl die Wagen aus. Bin ich mal sehr gespannt. Wir werden morgen, ja, haben wir auch noch den ganzen Tag, also da werden wir noch alles abgrasen, was wir heute nicht geschafft haben. Wir gehen jetzt zum Seaside Resort. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch gerne das Video, was in den nächsten Tagen online kommt, anschauen oder es ist bereits online. Wir werden aber heute Abend wiederkommen zum Feuerwerk etc. Und dann sehen wir uns gleich wieder in ein paar Stunden. Es gibt auch ein bisschen Freizeitland Geiselwente Merchandise. Ja, wir haben Brettspiel da. Ein Brettspiel sogar. Ja. Guck ich. Puzzle haben wir noch schon. Puzzle, Trinkflaschen, hier gibt's Lanyards. Hier gibt's Magnete. Caps haben wir auch. Schlüsselbänder, Meterstab. Ein Meterstab? Ja. Wenn man was bauen will. Ja, ja, ich weiß schon. Mit Logo. Natürlich mit Logo. Ja. Kamera. Dankeschön. Ist das für den Vlog oder? Ja, ist für YouTube. Cool. Sehr Kuscheltiere. Welche haben wir auch noch? Devil. Kartenspiele. Kartenspiel, T-Shirts, ja. Also es gibt schon einiges an Merchandise. Ja, die haben fleißig produziert. Also vor so 6 Jahren gab es also nicht die ganze Merchandise. Mensch, ärgere dich nicht mit Tuki. Ja, Spitzer. Tassen. Der Tuki ist auch ganz fleißig hier im Park und baut an verschiedenen Ecken und Enden etwas Neues. Also in nächster Zeit könnt ihr hier einiges Neues erwarten. Als nächstes fahren wir Silver Pony Express. Ah!
hat mich ja fest, aber ich glaube, ich falle. Während der Sommernächte legen nicht nur DJ auf, nein, es gibt auch Cocktails und Drinks. Es gibt Fancy Drinks, wie zum Beispiel Aperol Spritz. Es gibt Cocktails, Mojito und Caipirinha, Virgin Cocktails und kühle Biere. Oh ja. Das ist so schön. So. Das Gute ist, was mit der Hand funktioniert, geht auch für den ganzen Abend. Da spart man sich dann auch die Rasur. Einmal drüber müssen, fertig. Und das ist nicht so leicht. So, geht natürlich auch mit der linken Hand. Nicht ganz so schnell, aber ich bin ja auch Rechtshänder. Und hier nochmal. Und da. Und hier. Und da. Doin, 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 doin. Wir laufen jetzt langsam wieder Richtung Seaside Resort. Das war unser erster Tag hier im Freizeitland Geiselwind zur Sommernachtsparty. Und wir haben jetzt noch die Feuershow geguckt, das Feuerwerk. Es sind noch einige Attraktionen gefahren, denn die Wartezeiten waren fast gar nicht existent. Es war immer Wasserbahn hintereinander, Fliegenpilz. Also hat noch einen richtig schönen, actionreichen Abend. Morgen sind wir ja auch noch mal da für den ganzen Tag, also schaltet da auch noch mal ein. Wir müssen auf jeden Fall noch einiges abklappern. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!